guten Morgen, Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Fishing Bear. Ich bin heute mal mit dem Boot unterwegs, wie ihr vielleicht gesehen. Ich bin mal im Heimgewässer und will mal abchecken, was geht. Heute vor allem auf Hecht. Ich hoffe, es geht etwas. Bis jetzt habe ich auch noch nichts Erfolg gehabt, das Jahr. Darum hoffe ich, dass es aufs Jahresende noch mal toucht. Ich noch einen geilen Fisch an Land ziehen. Ja, wie gesagt, ich probiere es heute mal vom Boot aus. Den ganzen Tag da. Es hat heute schön fetten Nebel, wie man sehen kann. Und hoffen wir das Beste. Später. Yes, Leute. Come on, erster Fisch. Geil. So gut. Yes. Yes, Leute, ich hoffe, man sieht mich. Erster Fisch. Yes, so geil. Den Köder zeige ich euch nachher. Es ist ein kleiner Hecht, endlich. So habe ich so lange gewartet, wieder mal einen Fisch zu fangen. Yes. Hol ich mal den raus. Zuerst meine Handschuhe abziehen, dass ich den richtig kann. Yes, Leute. Geil, erster Hecht. Es ist zwar ein hure kleiner, aber es ist ein Fisch und das ist richtig gut für mich. Das tut richtig gut für das Selbstvertrauen. So geil. Ja, hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf bin. Erste Hecht, so. So geil. Schöne Farbe. Köder präsentieren. Ich weiß nicht mehr, wie die Farbe heisst. Irgend so ein Egli-Design. Ich finde es eine richtig geile Farbe. Und was ich gar noch nicht sagen konnte, vorher, endlich Routen können einweihen. Meine Bankei, die ich neu habe mit der Dive. Genau, die Köder habe ich gerade erst gekauft und dachte, komm, probieren wir es aus. Richtig geil. Ich habe richtig Freude. Endlich hat es geklappt, die Route eingeweiht. Wieder mal einen Fisch gefangen. Ich blühte zwar, scheißegal, aber so macht es Spaß. Ich kann es nicht genug sagen. Ich weiß nicht, wie gut das tut, wieder mal einen Fisch zu fangen. Ich war jetzt so viel auf dem Wasser gewesen. Nie etwas gefangen. Da sind mir die Blutung halt so egal. Und wie groß er war, ist mir auch egal. Hauptsache der Fisch.
Von mir aus kann der Tag jetzt zu Ende sein. Das Tagesziel ist erreicht, den Fisch zu fangen. Darum, ich glaube, ich gehe mir jetzt auch Pause. Ich habe jetzt hier einen Tee, einen Lieblingstee. Gehen wir einen Schluck. Ja, was gibt es geiler als zu wissen, dass man alles richtig gemacht hat. Ah. Der Nebel löst sich langsam auf. Mal schauen, ob die Sonne noch vorne kommt heute. Dort ist sie. Ja. Geil. So kann es weitergehen. Ja, Leute, es läuft wieder nichts jetzt. Über Mittag ist wieder nicht, gar nichts gegangen. Ich bin dann noch wieder aufgefahren, aber viel Fisch auf dem Echolot, aber nichts zu beißen. Jetzt bin ich wieder bei der Stelle von heute Morgen, wo ich den kleinen Hecht gefangen habe. Ja, mal schauen, ob etwas geht. Und ja, der Tag war für mich sonst schon erfolgreich, wieder mal einen Fisch fangen. Ich hoffe schon noch, dass etwas geht. Es hat hier mega viele Weissfische und ich hoffe, dass da auch drüber stehen. Ich habe verschiedene Köder ausprobiert, unter anderem den Shark Shad von Knall Gratis. Oder ja, ich setze eigentlich wieder auf meine Waffe von heute Morgen, die gefangen hat. Ich habe den noch in einer anderen Farbe, vielleicht probiere ich das noch aus. Ich hoffe, es geht noch etwas und sonst war es auch ein geiler Tag, wenn man am Anfang den Fisch fängt. Ja Leute, das wär's gewesen für heute. Noch ein richtig, richtig geiler Saisonabschluss. Ich habe richtig Freude, dass ich noch einen Fisch gefangen habe. Ich habe schon gemeint, das Jahr bin ich irgendwie verhext. Es hat einfach nicht so klappen das Jahr. Und ich bin wirklich froh, dass ich jetzt noch einen kleinen Hecht verfangen. Leider hat es nur den einen gegeben. Ich will es jetzt da noch ein bisschen probieren. Aber ich glaube, noch bald nach einem Feierabend, der Nebel ist auch wieder zurück. Und ja, wenn euch das Video doch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, geht auf Instagram und abonniert mich dort. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.